Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live. Nicht alle sind in den Weihnachtsfeiertagen, ein paar arbeiten. Man mag es kaum glauben, auch Politiker. Christian Hafenecker unter anderem, grüß Gott. Guten Abend, Herr Fellner. Vorsitzender der FPÖ-Fraktion im Untersuchungsausschuss. Und Sie wollen jetzt einen weiteren Untersuchungsausschuss, quasi einen Nachfolgeuntersuchungsausschuss. Dazu haben Sie heute eine Pressekonferenz gegeben, und zwar zu der ganzen Corona-Thematik. Was wollen Sie denn dort genau behandeln? Also ich glaube, die Corona-Thematik, die muss man auf zwei Ebenen sehen. Das eine ist sozusagen die unter Anführungszeichen für die ÖVP normale Korruption, wo man sich also irgendwo an diversen Kassen bedient hat, wo Maskenfirmen Geschäfte gemacht haben, wo Pharmakonzerne Geschäfte gemacht haben, wo Testfirmen Geschäfte gemacht haben. Das ist einmal ein Bereich, wo wir immer schon sagen, das gehört einmal überprüft, weil da ist sehr, sehr viel Steuergeld drin, auch in der ganzen Frage Inserate und so weiter und so fort. Also da muss man einmal grundsätzlich hinterfragen können, worum es da geht. Aber in den letzten Tagen ist uns noch ein zweites Thema aufgefallen, von dem wir schon lange vermutet haben, dass es der Fall ist. Nur mittlerweile ist es evident geworden. Und zwar geht es da auch auf die Einflussnahme auf der einen Seite auf Medien und auf der anderen Seite auf soziale Medien. Sie haben es ja selbst auch online gebracht. Konkret geht es uns da um die Twitter-Leaks, wo Elon Musk interne Mailverkehre von Twitter veröffentlicht hat, wo schon interessant ist, inwiefern die Corona-Nomenklatur, möchte ich mal salopp so formulieren, Einfluss auf soziale Medien genommen hat, nämlich insofern, als dass quasi nur die Meinung der Regierung dort vertreten werden durfte und dass man wirklich ganz, ganz nachhaltig und radikal darauf geschaut hat, dass man dort Zensur übt. Ja. Es sind uns ja da einige Beispiele mittlerweile bekannt, da sind Wissenschaftler mundtot und verächtlich gemacht worden, die einfach gesagt haben, zum Beispiel, man kann natürlich über die Impfung diskutieren, aber er würde nicht empfehlen, dass es gesunde Menschen bekommen und schon gar nicht Kinder, sondern man solle sich da eher auf die Risikogruppen konzentrieren. Oder ein anderer Wissenschaftler, der da auch bei Twitter in Verruf geraten ist, der hat zum Beispiel gesagt, naja, jeder weiß, dass ein sich mutierendes oder ein mutierendes Virus, dass das dann schlussendlich nicht mehr so gefährlich ist wie noch am Beginn. Das ist übrigens auch gängige wissenschaftliche Meinung. Nichtsdestotrotz wurden diese Herrschaften gesperrt. Und selbst vor dem damaligen Präsidenten Trump, von dem kann man halten, was man möchte, und nicht einmal vor dem hat das damals Halt gemacht, denn auch er hat nach seiner Corona-Erkrankung getwittert, dass man keine Angst vor Corona haben soll und es geht ihm nicht so schlecht und so weiter, sinngemäß zitiert jetzt. Und selbst da hat sich der Chefjurist von Twitter bemüßigt gefühlt, in die Chefetage von Twitter die Frage zu richten, warum Trump noch immer nicht gesperrt ist. Also man sieht, dass Leute, die gegen die Corona-Mainstream-Meinung agiert haben, dass die sofort in Verruf geraten sind, dass man die abgedreht hat, dass man die Accounts gesperrt hat. Ich glaube auch, dass man hier mit dem Algorithmus gespielt hat. Also all diese Dinge sind passiert und für mich stellt sich jetzt schon die Frage, hat es das auch in Österreich gegeben? Jetzt ist es ja doch durchaus so, dass die FPÖ, was Corona betrifft, eine andere Linie Vertreter als die anderen Parlamentsparteien. Sehen Sie bei den anderen Parlamentsparteien dennoch Gesprächsbereitschaft, bei so einem Untersuchungsausschuss mitzugehen? Nein, man muss einmal eines dazu sagen. Also die Corona-Krise ist ja jetzt quasi über Nacht beendet worden, so wie sie gekommen ist. Ist sie jetzt auch wieder weg. Ich habe den Eindruck, dass offensichtlich für gewisse Kreise unserer Gesellschaft nichts mehr zu holen gibt und dass man jetzt sagt, okay, passt, wir haben unsere Taschen vollgestopft, wir beenden die Krise jetzt. Den Eindruck habe ich. Und jetzt ist halt auch das der Fall, dass die Argumente, die jetzt gebracht werden, um die Pandemie zu beenden, die Argumente sind, die wir Freiheitliche schon seit Monaten immer wieder ins Treffen geführt haben. Und das heißt also, schlussendlich kommt die Wahrheit ans Licht und man gibt uns ja auch recht. Und ich hoffe doch, dass schlussendlich alle Parteien im Parlament jetzt auch der Ansicht sind, dass genau diese Vorgänge auch geklärt gehören und dass natürlich keine Partei sich gegen transparente Aufklärung ausspricht und da dabei ist. Also im Prinzip müsste man ja nicht einmal einen Minderheitenausschuss machen, sondern es muss ja eigentlich im Interesse aller Parteien sein, hier dabei zu sein und einmal zu schauen, wurde tatsächlich auf unser Grundrecht auf freie Meinungsäußerung Einfluss genommen, wurden Medien beeinflusst und so weiter. Das sollte uns doch allen ein Anliegen sein, das aufzuklären und ich bin überzeugt davon, dass wir das auch entsprechend hinbekommen können. Es läuft ja derzeit noch der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Bis wann soll denn der Ihrer Meinung nach abgeschlossen sein und wann könnte dann so ein Corona-Untersuchungsausschuss starten? Naja, der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, der läuft jetzt noch im Jänner mit Befragungen. Dann geht es weiter mit der Erstellung des
Berichtes über den Untersuchungsausschuss und dann ist der Untersuchungsausschuss eigentlich abgeschlossen. Das heißt, man könnte dann wieder einen Minderheitsuntersuchungsausschuss einbringen. Einen Mehrheitsuntersuchungsausschuss kann man jederzeit einbringen, weil die zwei könnten auch parallel laufen. Also das ist in der Sache nicht limitiert, hatten wir ja schon zum Beispiel damals BVT und Eurofighter. Also es ist auch möglich, das Ganze parallel laufen zu lassen und ich glaube, es wäre wirklich an der Zeit, hier auch gewisse Dinge aufzuklären und vielleicht auch noch um eines zu erwähnen. Ich habe vorher eben gesagt, wie die Politik und Pharmakonzerne und sonstige Stakeholder damals Einfluss genommen haben in den Vereinigten Staaten auf soziale Medien. Und ich stelle mir schon die Frage, warum haben auch wir in Österreich so viele Kommissionen gehabt, wo immer wieder geheimdienstliche Verbindungen da waren. Ich darf Sie erinnern daran, der Herr Stridinger in der Gecko-Kommission war damals zum Beispiel Chef des militärischen Geheimdienstes. Also warum braucht man diese Leute in solchen Komitees? Das ist eine Frage, die ich stelle. Oder es hat auch ein anderes Komitee gegeben im Bundeskanzleramt, wo übrigens der Herr Fleischmann der Vorsitzende gewesen ist, ja, gegen Falschinformationen und so weiter, so das irgendwie geheißen. Digitaler Krisenstab im Bundeskanzleramt, der sich mit dem Aufspüren und Richtigstellen von Falschmeldungen rund um das Coronavirus beschäftigt. Also auch da hat man eine Zensureinheit geschaffen, die man durchaus einmal hinterfragen muss, warum sitzt zum Beispiel Europol in dieser Geschichte drinnen. Also da hat man schon den Eindruck, dass hier nicht nur politisch versucht worden ist, ein gewisses Wording rauszugeben, sondern dass man wirklich mit aller Gewalt versucht hat, gewisse Meinungen unter der Decke zu halten und man ist auch nicht davor zurückgeschreckt, die Menschen zu kriminalisieren. Ich darf Sie daran erinnern, Staatsverweigerer und so weiter, und was wir uns da jetzt vom Herrn Kogl anhören haben müssen, was Menschen sind, die einfach nur kritisch gegenüber diesen Maßnahmen stehen. Das sollte man nicht vergessen und ich glaube, da wird es noch einiges aufzuarbeiten geben. Aber das heißt, der Untersuchungsausschuss könnte im Frühjahr, März, April starten, Ihrer Meinung nach? Also im Grunde steht dem nichts entgegen. Wie gesagt, Ende Februar wären wir fertig. Man könnte dann im März realistischerweise im April schon den nächsten Antrag einbringen und könnte vor dem Sommer noch starten. Also das wäre grundsätzlich ein Fahrplan, der denkbar und möglich ist. Und ich denke, es ist auch unsere Verantwortung als Politiker, dass wir hier auch die politische Verantwortung lösen und klären. Denn man darf ja nicht vergessen, auf der einen Seite wurde nachhaltig unsere Gesellschaft gespalten. Die Auswirkungen, die sehen wir bis zum heutigen Tag. Zum anderen wurden, wenn man zum Beispiel einfach nur mit Psychologen spricht, wurde massiver Schaden vor allem an den Kindern angerichtet. Also Jugend- und Kinderpsychologen sagen, sie wissen gar nicht, wie sie die Termine unterbringen, die halt auch darauf fußen, dass die Kinder damals in Angst und Schrecken versetzt worden sind. So Stichwort, wenn du nicht geimpft und nicht getestet bist, bringst mehr oder weniger die eigene Großmutter um. Also auch das hat mit den Kindern was gemacht. Das heißt, das ist ja auch ein Grund dafür, warum man es den Kindern auch schuldig ist, das aufzuklären. Und die dritte Sache, die sollte man auch nicht außer Acht lassen, wenn man sich anschaut, wie viele Milliarden diese Corona-Maßnahmen verschlungen haben, dann muss uns klar sein, dass kommende Generationen dafür gerade stehen müssen. Und selbstverständlich ist es unsere Pflicht, hier herauszuarbeiten, wer die Verantwortung dafür trägt. Mhm. Ich würde noch gern zum aktuellen Untersuchungsausschuss kommen. Da soll ja Thomas Schmidt noch einmal befragt werden. Die erste Befragung war ja nicht sehr ergiebig, muss man sagen. Wann ist diese Befragung von Thomas Schmidt jetzt vorgesehen und rechnen Sie damit, dass er dort dann Auskunft geben wird? Also es ist momentan alles noch in der Koordinierung, das heißt, ich kann Ihnen noch keinen konkreten Termin nennen. Wir müssen ja sicherstellen, dass Thomas Schmidt auch tatsächlich Zeit hat, also nicht, dass das wieder ein Schuss in den Ofen wird. Ich glaube schon, dass er uns dann beim nächsten Mal Rede und Antwort stehen wird müssen. Denn zuletzt hat er ja sein Nicht-Antworten damit begründet, dass noch eine Einvernahme bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft läuft. Die Einvernahme ist mittlerweile abgeschlossen. Das ist uns auch klar signalisiert worden damals. Die ist gerade Mitte Dezember abgeschlossen worden. Das heißt also, dieser Entschlagungsgrund zieht aus unserer Sicht nicht mehr. Das heißt, er müsste doch jetzt endlich Auskunft geben können. Ich würde noch gerne einen kleinen Ausblick ins nächste politische Jahr machen. Es startet gleich einmal mit der Niederösterreichwahl in Ihrem Heimat. Bundesland, was erwarten Sie sich denn von dieser Niederösterreich-Wahl? Einerseits in Bezug auf die ÖVP, die wohl die absolute Mehrheit verlieren wird, aber auch auf Ihre Partei, die FPÖ. Ja, ich glaube, dass die Menschen verstanden haben, wem man in dieser Republik vertrauen kann und wem nicht. Ich meine, also die ÖVP wird ja nicht fertig, irgendwelche Skandale zu erklären. Und wissen Sie, was ich so schändlich finde an der ÖVP ist der Umstand. Man hat zwar jetzt ganz offiziell die Kindesweglegung von Sebastian Kurz gemacht, aber über die Hintertür kommen schon wieder die alten Mitarbeiter von Sebastian Kurz herein. Das heißt also, das System
ÖVP hat sich nicht geändert. Wir haben einen riesengroßen Medienskandal, der eigentlich ein bisschen unter der Decke gehalten wird in Niederösterreich mit dem ORF-Landesdirektor dort. Also auch da ist irgendwann einmal eine Kommission eingesetzt worden, die bis heute, zumindest habe ich nichts davon gehört, überhaupt noch nicht getagt hat. Ja. Wo aber der Verdacht im Raum steht, dass er mehr oder weniger die verlängerte Presseabteilung der ÖVP Niederösterreich ist. Ich meine, das ist alles nicht nichts. Ja. Und das ganze Konglomerat an Vorwürfen, Hygiene, Austria und was da alles dazukommt, ja, das führt natürlich dazu, dass die Bürger sagen, also von dieser Politik der Korruption haben wir einfach genug. Wir sind doch nicht irgendwelche entmündigten Landesbürger und wir sind auch nicht das Eigentum der ÖVP, sondern wir müssen das ändern. Und das, der erste wichtige Schritt wäre, und Sie haben es ja eh schon erwähnt, dass man endlich einmal diese absolute Mehrheit der ÖVP bricht. Davon bin ich überzeugt, dass das gelingen wird. Und ja, wie es mit meiner eigenen Partei aussehen wird, da bin ich an sich guter Dinge. Sie kennen die Umfragen, das sind zwar noch keine gewonnenen Wahlen, aber es zeigt zumindest einmal eine Richtung auf. Die Bürger vertrauen uns, das ist wichtig, dass wir dieses Vertrauen erlangt haben. Und ich bin überzeugt davon, dass wir ein sehr, sehr gutes Ergebnis zustande bringen können und jetzt, werden. Jetzt ist es so, wenn die ÖVP die absolute verliert, es gibt zwar in Niederösterreich ein Proporzsystem, also in der Landesregierung sind ohnehin alle Parteien, die die nötigen Stimmen erhalten, vertreten, aber um eine Mehrheit im Landtag zu haben, müsste die ÖVP in eine Koalition gehen. Wäre die FPÖ bereit, mit dieser ÖVP in eine Koalition zu gehen oder schließen Sie das aus? Ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht, weil die Wahrnehmungen, die ich in Niederösterreich habe, sind ganz andere. Ich glaube, dass man sich sowohl die Neos als auch die Grünen schon als kleine Koalitionspartner heranzieht. Da gibt es gewisse Indikatoren dafür, zum Beispiel die Geschichte mit Bürgermeister und Stadtrat in Krems. Das ist offensichtlich eine Kooperation zwischen ÖVP und Grünen gewesen. Und auch das Beenden des Untersuchungsausschusses durch die Neos, das ist aus meiner Sicht auch eine Vorleistung gegenüber der ÖVP gewesen, die zwar vielleicht ein bisschen schief gegangen ist, weil wir jetzt trotzdem im Jänner auch noch Untersuchungsausschuss haben. Aber ich glaube nicht, dass die ÖVP daran interessiert ist, mit einer stärkeren SPÖ oder mit einer sehr starken FPÖ in eine Koalition zu gehen und da wirklich fast auf Augenhöhe zu diskutieren zu müssen, sondern die suchen sich einen Juniorpartner. Da bin ich überzeugt davon und da können Sie mich auch beim Wort nehmen. Abschließende Frage noch. Es gibt neben Niederösterreich noch zwei weitere Landtagswahlen. Bleibt es bei diesen drei Landtagswahlen nächstes Jahr oder rechnen Sie damit, dass es vielleicht auch eine Nationalratswahl geben könnte? Also ich bin fest davon überzeugt, dass es auch noch eine Bundeswahl geben wird, denn wir haben es in der Dezember-Sitzung zum Beispiel gesehen. Also die Koalition, die arbeitet ja nicht mehr, sondern es ist ja nur mehr gegenseitiges Belauern. Ich möchte es ja fast als Grabenkampf titulieren, was da stattfindet. Es werden sie gegenseitig die Haxeln gestellt. Die Frau Gewessler, in dem Fall muss man ja der ÖVP fast recht geben, wird mit ihrer komischen Klimagesetzgebung gerade massiv ausgebremst. Ja. Gut so, damit nicht noch mehr Schaden angerichtet wird. In dem Fall bin ich dafür. Und vice versa, also was die Herrschaften für Freundlichkeiten ausrichten, kann man nicht vorstellen, dass das Ganze nächste Jahr noch halten wird und dass es einen regulären Termin 2024 gibt. Ich glaube, dass wir 2023 auch bundesweite Wahlen haben. Ah, Fennecker, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke, Fennecker. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter bei uns und zwar mit dem aktuellen Jahresrückblick mit Josef Czapp und Peter Westenthaler. Die schauen auf das Monat Dezember, auch da ist einiges los gewesen. Gleich geht es weiter hier auf OE24 TV.